Hallo liebe Last Epoch Freunde und gerne Spieler. Ja, herzlich willkommen bei einem kleinen Feedback und Meinungsvideo, genau. Jo, ich bin in letzter Zeit ja am Let's Playen, also ich bin schon seit Anfangs Beta am Let's Playen und Livestreams machen und habe mir natürlich schon recht viele Stunden, ich glaube es sind 1300 oder so Stunden gespielt, aber immer so bruchsteinhaft. Ich kann nicht immer sehr lange spielen. Das liegt einfach daran, dass es momentan auch abstürzt 1345 Stunden mit Leerlauf dazwischen manchmal, wenn es nicht abgestürzt ist und so. Also dass ich sehr viel AFK war auch und so weiter. Und ja, es ist einfach, es liegt ein bisschen an der Technik. Man sieht es auch im Forum und Diskussionen. Da ist irgendwo ein Trade, wenn ich ihn finde. Wartet kurz. Das ist einfach dieser Kritikpunkt, den ich habe. Es ist mein Lieblingsspiel. Ich habe es mega gerne. Aber wenn es immer abstürzt, man kann es irgendwie nicht spielen. Also hier ist zum Beispiel einer, aber ist irgendwo ein großer Trade, wo steht, kauft das Spiel nicht, das stürzt immer ab. Aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr, sorry. Ah da, don't buy game. Genau. Und ja, diese Fehlermeldungen, die kannst du nicht fixen. Das liegt einfach an der Engine, beziehungsweise dass das Spiel vom Entwickler zu sehr angesprochen wird. Es crasht bei Ladezeiten, wenn man unten auf die Taskbar kommt im Fenstermodus ab und zu. Oder wenn man gerade sehr, sehr viel castet oder so. Das habe ich jetzt gerade in diesem Bild, wo ich jetzt spiele, kurz ein bisschen Gameplay zeige. Einfach Ding, oder? Und das zweite Problem, dass wir jetzt einfach mal die Probleme schon durch haben, sonst ist ja das Spiel wirklich super gut. Also für mich vor allem. Weiß es nicht für euch. Gebt mal eure Meinung in die Kommentare. Dürft gerne mit mir ein bisschen diskutieren drüber. Jo, dass man einfach so itemlastig alles gemacht hat. Ich brauche jetzt ein gewisses Item, das zeige ich auch kurz. Ich habe immer diesen gelben Rahmen, halt immer wegen diesem Windows 10. Der andere Modus geht nicht. Ich brauche diese Krone, Vilatria Stormcrone. Und oh, jetzt habe ich einen neuen aufgemacht. Ich habe da unten noch einen existierenden. Genau. Und der gehört sehr, also zu sehr selten. Und ich kann nicht immer so gut grinden, farmen und so. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich möchte euch im Let's Play auch etwas bieten, was interessant ist. Und wenn man dann die ganze Zeit farmen muss, irgendwie an einem bestimmten Platz, das steht auch hier drin, wo das vorkommt, hier unten. The Black Sun, aber mit Set Helmet. Und wenn man kein Bild hat, der Set Helmet Echos bekommt, weil er nicht genug stark ist, ist nur bei Corruption, also bei Verderbtheit, glaube ich, heißt es auf Deutsch, habt, oh, die Kiste, die erste Kiste überhaupt, die ich gefunden habe in Echos. Wow, danke schön. Also in den Kampagnen, die sind ein bisschen öfters. Wow, das Glück. Sorry für den Unterbruch. Es ist einfach so richtig nervig, das Spiel casual zu spielen, nicht gerade so intensiv. Der Entwickler, der will, dass wir da sehr viele Stunden, eben 1300 Stunden, irgendwie ein Item farmen oder so. Ich weiß nicht, ich habe sehr viele Builds ausprobiert, aber die meisten Builds haben irgendwie Resistenzprobleme, Lebensprobleme oder Damageprobleme. Und das auszubalancieren, das Spiel ist einfach. Diablo 2 war ja schon mega schlimm. Aber das ist Diablo 2 mit Diablo 4. Ja, dort ist es jetzt momentan, glaube ich, auch um irgendwie so 35, 45% verschnellert worden, das Leveln oder so. Dort ist auch, man findet einfach 99,9% Schrott. Und meistens auch nur Items, die du weiter craften musst oder weiter, also zu Legendary machen, zu legendären Items, Uniques und so. Und bevor du das nicht machen kannst, bist du einfach in einer solchen Phase, du sagst du, ja, du levelst einen Charakter auf Level 60 und kommst einfach nicht mehr weiter. Dir fehlen die Items immer. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade so das, was ich. Ich habe ein mega gutes Echo erwischt. Was muss ich machen? Gegner töten? Okay.
Es ist einfach für mich ein Spiel, dass du mega gut zwischendurch spielen kannst, aber du kannst nichts erwarten. Du kommst nicht genügend schnell vorwärts. Die crasht das Spiel einfach immer vor die Runde. Also so meistens zwischen 16 und 5 und, ja, sagen wir 27 Minuten crasht das Spiel einfach verpflichtend. Da hast du keine Lust, dann die lange Ladezeiten. Sie haben ja momentan Memory Leak immer noch nicht gefixt, oder? Wie lange ist jetzt her? Seit dem 9. September ist der Patch her. Seitdem der Memory Leak wieder da ist. Und jetzt haben wir den 11., nein, den 12. Oktober und es wurde einfach noch nichts gemacht. Wurden zwei Hotfixes, glaube ich, noch gebracht oder bei. Es ist so, ja, man fühlt sich als Spieler einfach nicht zur Hand gegeben. Gut. Also, haben wir das Negative kurz mal durchgemacht. Und das nächste, die Builds sind so geil. Da war ein bisschen zu viel Schaden. Eben, man ist nicht zäh genug mit diesem Build. Also ich muss leider wieder sagen, ich kann diesen Bild auch nicht so gut weitermachen. Oh, mega guten. Auch nur eins Potenzial. Jo. Ich nehme den anderen Bild. Ich zeige noch kurz ein bisschen den anderen Bild. Der ist momentan der neueste Bild, dazu oberst bei Last Epoch Tools. Und benutzt einfach Rife. Das heißt auf Deutsch. Was heißt das auf Deutsch? Schauen wir gleich mal. Gibt es sonst ja noch nicht. Das Cleave ist es bei Passive Exile gewesen. Und Schwung. Wo ist Schwung? In einem anderen Spiel ist Schwung. Und ist Cleave Schwung, ja. Cleave ist auch Schwung. Also hier unten. Zerreißen. Oh, das ist ein schweres Wort für mich. Zerreißen ist jetzt nicht für ein Schwert so gedacht. Das ist eher etwas, was man mit den Händen machen könnte, wenn man genug Kräfte hätte. Das ist. Eben die Builds sind mega geil. Nur man braucht halt immer bestimmte Items. Oder auch einfach das Wissen, oder? In so Tools muss man das halt einfach nachschauen. Man kann irgendwie die Builds gar nicht so eigen im Kopf machen. Ich bin ja seit dem 1. Mai 2020 dabei. Das war, glaube ich, genau Alpha zu Beta. Ich habe es früher schon auf dem Bildschirm gehabt, aber ich habe es wie irgendwie nicht gerade so gut spielen können, weil ich natürlich Pass of Exile süchtig war. Und auch die Zeit wirklich gefehlt hat, für so ein Spiel wirklich anzuschauen. Ich schaue mir die Games immer schon ganz am Anfang in der Alpha, Beta, sogar in Dev-Varianten, immer schon sehr, sehr gut an. Und bin auch nicht einer, der richtig rumnörgelt. Ich tue gerne manchmal auch das Negative aufwendig sagen, aber das heißt nicht, dass ich das Game unbedingt schlecht finde. Wirklich, das Game ist wunderbar. Aber genau, das ist es einfach. Die positiven Sachen sind so vielfältig. Aber ich weiß gar nicht mal, wie ich alles so berichten kann. Also die Kampagne wurde ja wieder verbessert. Sie ist ja immer noch zu leicht. Also ich habe jetzt gerade null Probleme. Ich one-hitte alles. Ja, der Bild ist auch ein bisschen stärker. Und die Items sind eigentlich nur auf Damage ausgelegt. Und jo, Es ist einfach in der Kampagne so mega leicht. Und sobald man in die Echos kommt, weil man immer frühzeitig in die Echos geht, gibt es dann eben diese One-Shot. Oder ja, ich habe nur halb Leben gehabt, glaube ich, vorher. Aber da stirbst du einfach sofort. Da hast du einfach so starke Gegner, weil die Gegner irgendwie so 20 Level höher sind, dass du einfach gewone-shottet wirst. Du hast eigentlich ja, einfach zu starke Angriffe manchmal. Aber das ist das Gute. Die Gegner. Die tun einem richtig gut dran lassen, oder? Du hast einen Überlebenswillen. Du wirst sterben, wenn du nicht aufpasst. Es gibt Bosse, die one-shotten dich, egal wie stark oder zäh du bist. Es gibt im zweiten Akt am Schluss einen gewissen Caster, also Magier, der hat ein. Wie sagt man dem? So ein Blitz-Ding, oder? Wenn du da drin bist, du bekommst so viel Dot über, dass du den Heiltrank nicht mehr trinken kannst. Du bist so ein Stunlocked. Ich habe
mit diesem Bild bin ich gestorben an diesem Boss. Also das heißt, Nahkämpfer haben gegen diesen Boss nur eine Chance, wenn sie kurz vorher schon wissen, er castet diesen Donnersphären sauber. Gibt es den überhaupt? Also kann man den irgendwie blocken? Also als aktiver Skill gibt es den nicht. Oder es ist einfach irgendwie umgewandelt von einem anderen Element oder so. Aber er macht so viel Stun, dass du einfach keinen Heiltrank trinkst. Du trinkst ihn nicht. Du kannst auch nicht rauslaufen. Und das als Akt 2 Boss. Stellt euch das mal vor. Alles andere ist so leicht. Da schlaft ihr ein. Okay, ich schlafe jetzt nicht ein, aber ich finde es sogar cool, wenn ich jetzt ein bisschen OP hier noch bin. Das ist kein Problem. Aber ich meine, da muss es einfach komische Zauber geben, die man nicht mal nach 1300 Stunden richtig weiß, wie viel Damage die überhaupt machen und so, weil du bist eigentlich meistens am Ausweichen von diesem Zauber, bist ein Nahkämpfer und weißt einfach nicht, was du machen willst. Das ist einfach das Problem. Und ja, dann sterbe ich halt einfach nur, weil ich nicht gerade so aktiv spiele. Ich bin kein Taktiker. Ich spiele die Spiele zu wenig oft. Ich spiele Minecraft, ich spiele Transport Fever 2, ich spiele Voxel Tycoon, ich spiele MMORPGs, ganz viele. Ich spiele Sacred 2, weil ich das auch Let's Play, also mit einem Mod, Super Mod. Und schaue mir gerade auch andere Hack'n'Slays an, die halt schon relativ alt sind und so Sachen. Titan Quest momentan auch, weil ich mich auf den zweiten Teil freue. Ich bin ein riesiger Titan Quest-Fan. Ich brauche den zweiten Teil jetzt. Und trotzdem hast du einfach, du spielst Last Epoch, aber kannst es gar nicht so gut spielen. Du bist einfach zu casual, du bist nicht konzentriert auf dieses Spiel. Der Entwickler will, dass du so viel Zeit investierst, wie du niemals hättest. Als würdest du 25 Stunden pro Tag spielen müssen und der Tag hat nur 24 Stunden. Das Spiel ist schon extrem zeitintensiv. Und ich sehe auch, es werden so viele Fragen immer wieder gefragt, oder? Diese Sachen kann man nachschlagen. Aber weil das Spiel sozusagen so wie extrem schwer zum Rauskommen aus diesem Anfängerzyklus ist, oder? Du musst immer viel wissen, bevor du überhaupt richtig machst alles. Dann fragst du natürlich gerne nach, kein Problem. Ich tue sehr viele Fragen immer wieder beantworten. Momentan geht sowieso der Chat nicht, da kannst du nicht aufstehen. Du bist gezwungen, das immer wieder anzuschauen. Nach jedem kleinen Nebengebiet, also wenn ich jetzt gerade hier nach Norden gehe, ploppt er wieder auf. Also ich weiß jetzt nicht, wann es kommt, oder es ist einfach gestern so gewesen, dass der immer wieder aufgeploppt ist. Jetzt gerade nicht, keine Ahnung, das ist einfach Video, oder im Video wird alles schief gehen. Du bist ja so, als Streamer hast du immer irgendwelche crazy Sachen. Und ich habe ja vorher Blitzexplosionen verwendet, dieser Kettenblitz vom Sorcerer, wie heißt er? Ja, die Klasse, die Anfängerklasse, Zauberer, glaube ich. Ja, Sorcerer, eben Sorcerer. Nein, Sorcerer ist eben die weiterführende Klasse, genau. Also, einfach der Zauberer, der ganz normale. Und da konntest du nur nach oben ziehen, also in die Luft. Du konntest nirgendwo einen Gegner anvisieren. Solche Sachen halt. Das Spiel wird nicht ganz komplett fertig gemacht. Also es wird sehr buggy entwickelt. Da muss der Entwickler sich mehr Zeit nehmen können. Er muss nicht unbedingt alle Akte oder so rausbringen, so schnell. Er soll jetzt wirklich mal extrem auf die Bugfixes sich konzentrieren. Sonst haben wir die 1.0 und das Spiel ist noch Alpha oder Pre-Alpha sogar. Es ist schade. Weil, dass das Spiel so unfertig ist, ist einfach zu gut. Und dann hast du einfach diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel, du kannst nicht irgendwie ziehen oder ein Zauber oder eine Attacke, so ein Schuss von einem Pfeilen, also vom Bogen, wird irgendwo von einer unsichtbaren Mauer verschluckt oder so. Es sind einfach ganz die kleinen Sachen, die wirklich überhaupt nicht stören, aber immer wieder vorkommen. Das Spiel muss einfach noch fertig gemacht werden. Und dann ist es ziemlich perfekt.
Also wenn die Sachen weg wären, diese komischen, ja, eben Bugs und so, dann ist das Spiel perfekt für mich. Also ich brauche keinen 10. Akt oder ja, 9. und 10. Akt. Ich brauche das nicht. Ich will Echos farmen. Also es ist auch noch nicht ganz so mega motivierend, aber Echos sind viel motivierender als Maps. Es freut mich immer wieder, einfach zu sehen, wie interessant Last Epoch ist und leider wie uninteressant Diablo 4, aber vor allem Pass of Exile ist. Ich habe viel zu viel Pass of Exile gespielt. Ich habe immer sehr lange gelivestreamt und habe natürlich da immer sehr viel gespielt. Und irgendwann mal habe ich gesagt, ja, jetzt Pass of Exile jetzt momentan nicht. Dann habe ich plötzlich noch ein, zwei Seasons dann wieder mega Lust gehabt, aber habe die Season jetzt nie begonnen, die momentane. Es ist einfach so, dass ich mega motiviert auf Last Epoch bin. Da muss ich ja die Zeit richtig investieren, versuchen. Weil die Spiele, da brauchst du immer wie mehr Zeit. Ich mache ja auch noch einen GTA-Rollenspiel-Server und da hat momentan der Kollege keine Zeit, er antwortet auch momentan echt nicht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich krank. Und er ist halt der Techniker, weil ich so wenig Zeit habe. Ihr müsst einfach wissen, dass ich eigentlich den ganzen Tag Sport machen muss wegen meiner Krankheit. Und trotzdem mache ich eigentlich noch alles gut für euch und will es natürlich auch so gut wie möglich machen kann. Ich kann halt nicht die Zeit investieren, vor allem das Geld nicht investieren, um viel zu bearbeiten. Ich tue auch manchmal gerne ein bisschen viel reden oder einfach viel erklären. Und da brauchst du einfach ein bisschen Zeit. Also da hast du jetzt nicht unbedingt so viel Zeit, jetzt zum Beispiel Rundenspiel zu machen. Oder das Spiel auch richtig zu spielen. Also du redest einfach viel zu viel. Weil es natürlich auch immer etwas zu diskutieren gibt bei mir. Genau, und jo, ich müsste vielleicht ein bisschen mehr Feedback-Videos machen. Also schreib mir mal, von welchem Spiel, von welchem Thema ich irgendwelche Meinungen oder so Feedback sagen soll. Und ja, schreibt einfach mal, wie ihr so das Spiel findet. Ob ihr es genügend spielen könnt zum Beispiel oder ob ihr Zeit habt. Was ihr so interessant findet, was eure Motivation ist. Ich sehe nämlich öfters Leute, die natürlich nur liken oder mal schreiben, ja, du machst das gut. Also es ist momentan einfach nicht mehr so viel los, weil ich nicht mehr so Minecraft spielen kann. In Minecraft habe ich immer viel Kommentare gehabt. Vor allem in den Livestreams auch Leute, die wirklich geschrieben haben. Aber ich kenne es, es sind viele Leute so ein bisschen kurzweilig. Sie schauen kurz das Video an und beenden das Video wieder. Sie haben gar nicht so viel Zeit zum Liken, zum Kommentare schreiben oder einfach seine Meinung zu sagen. Mir würde es wirklich freuen, wenn ihr ein bisschen schreiben könntet. Nehmen Sie mich sehr wunder. Und ich habe einfach Lust, jetzt auch noch weiterzuspielen, aber ich mache das lieber noch in einem Let's Play-Part. Also schaut einfach mal jo, in die jo. Videobeschreibung, dort habe ich ja die Meinung, also Playlist mit der Meinung und vom Last Epoch Let's Play mal verlinkt. Und in den Kommentaren steht sicher auch noch etwas. Und falls ihr ja, ein Bild wollt, ich kann, also der Bild kann ich hier hinschreiben und der andere Bild ist einfach im letzten Video über Proc-Chance irgendwie. Ich glaube, es ist entweder 79, also Part Nummer 79 oder 81. Oder 80. Nein, ich glaube, 80 ist es nicht, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann es ja mal kurz nachschlagen. So. Ja, und ich habe jetzt plötzlich recht viele Aufrufe. Also, ich meine, andere, wenn ich andere vergleiche aus die guten, habe ich eigentlich ziemlich viele Dinge, oder? Ich habe auch ein paar Dislikes bekommen. Wahrscheinlich wegen den Crashs oder so, aber es ist nicht so viel. Also, es ist jetzt momentan wahrscheinlich einfach ein Hater. genau, also hier der Out-Proc-Bild und das ist 79, okay, habe ich es doch eher gedacht. Jo, und eben die Playlists da oben sind natürlich alle hier im Kanal.
Hier kann ich dann auch manchmal so Community-Sachen machen, schreibt einfach ein bisschen, was ich so machen kann. Zum Beispiel ein Quiz. Weiß ich. Habe jetzt gerade keine Frage im Kopf. Also, hier könnt ihr Playlists machen, oder? Und dann habt ihr hier nicht News. Es ist ein bisschen älter schon gemacht worden. Sehe ich das irgendwo? Da. Könnt ihr hier draufklicken und dann habt ihr hier unten das hier. Oder könnt ihr es ja auch oben suchen. Jo. Der andere Bild, also dort, aber da braucht man unbedingt die Krone und halt schon extrem viel Resistenzen. Also da steht wirklich, wirklich mit Top Equip alles positiv. Eins ist, ja, zwei sind ein bisschen negativer. Aber es ist nicht 75 oder 80 ungefähr genau das, was eigentlich man haben sollte. Und hat wirklich auf Intelligenz. Also der Bild, habe ich gedacht, der wird leicht sein, wenn man wenig Unix oder ja, keine Unix oder Legendäres benutzen muss und nur drei Sets hat. Aber nein, diese droppen auch nicht. Also die droppen wahrscheinlich dann irgendwann auf Corruption 100 plus. Ja, leider auch ein schlechter Bild, dafür eben der da. Also der braucht gar nichts. Der braucht vielleicht hier noch ein bisschen Crit-Multiplier für Zerreißen. Aber der braucht gar nichts. Der braucht Resistenzen. Er hat ein bisschen wenig Resistenzen dafür halt. Jo, viel Leben. Das kann ich sicher besser machen. Ich muss nicht so ultra viel Damage wahrscheinlich drücken. Wenn ich schon so OP bin, muss man jetzt am Anfang auch nicht so auf Resistenzen verzichten. Wahrscheinlich. Sonst, also es steht hier sogar, es steht hier sogar. Jetzt habe ich schon so viel berichtet. Paladin Endgame Build Guide. Fünfte Liberation of Unstoppable. Und Unstoppable, also unaufhaltsam, heißt für mich, es ist defensiv genügend. Sonst habe ich hier unten zum Beispiel, ja, für das Let's Play natürlich, also was wenig Farmer. Wo ist Necromancer? Auto Army oder bisschen älter, Movement Speed, Leech, oder? Aber da brauche ich auch wieder gewisse Items und vor allem Summoner sind halt richtig squishy, also ja, da muss man halt einfach manchmal tote One-Shots aushalten. Das ist immer so im Spiel. Ich weiß nicht, wie viele spielen übrigens Hardcore. Wer spielt von euch Hardcore oder sogar Masochist oder wie das heißt? Also, dass ihr Items nicht irgendwie rüberbringen könnt zu anderen Charakter. Eigenständig seid, dass ihr nicht handeln dürft und nicht mit anderen spielen müsst. Dürft. Ja. Gut. Ich brauche ein paar Experten, habe ich so das Gefühl. Leute, die sich wirklich mir doch auch ein bisschen helferisch darstellen können. Ich bin natürlich immer der Helfer. Neulinge, also vor allem für den Chat hier unten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man lernt nur, wenn man natürlich auch mit anderen zusammen irgendwie etwas diskutiert, also es herausfindet, es testet, mehr Zeit hat, oder? Und wenn man dann immer wieder Päuschen machen muss oder ja, so all 5 Tage mal eine Season mit mehreren PC neu starten, wegen den Crashs und so macht und Aufnahmeseasons, dann hat man irgendwie nach 5 Tagen, bis alles hochgeladen ist, dann wieder nicht so die Phase oder da, wo ihr gerade weiterspielen könnt, oder? Wo ihr immer ein bisschen eingewöhnen müsst ihr wieder. Und das ist echt schade. Ich würde gerne die Crashs wirklich weg haben. Es liegt sicher an Windows 10, aber bei Windows 11 professionell, wo ich jetzt auch 3 Monate hatte, ist es noch mehr gecrashed. Windows 8.1. Ja, wahrscheinlich geht nicht mal LastFM. Keine Ahnung. Und OBS, Open Broadcaster Software Studio, ist leider auch sehr instabil momentan. Vielleicht habt ihr dort irgendwie auch noch einen Tipp. So, jetzt habe ich 24 Minuten aufnehmen können. Es ist nicht gecrashed. Ich habe es, glaube ich, langsam drauf. Ich muss wirklich meine Grafikkarte extremst einschränken. Ich muss den Clock
mega runterstehen. Die Grafikkarte hat einfach viel zu viel Power. Es könnte wirklich GeForce-Problem sein, aber nur unter Windows 10 und 11. Oder einfach vom Spiel aus. Also, dass das Spiel zu viel Grafik frisst. Viel zu viel kostet für eine Grafikkarte an Leistung. Und dann irgendwie crasht, weil es so schnell ladet, dass das Spiel überfordert ist. Das könnte es sein. Also wenn ihr viel castet, dass es so viele Informationen zur Grafikkarte sendet, dass die Grafikkarte sagt, ja, ich mache jetzt Pause, Bluescreen oder einfach Absturz. Dann macht es einfach so. Ja, geht noch lange. Geht es sogar noch lange. So, und ich muss das Spiel wieder starten. Also es crasht sofort. Instant. Habe ich eine Information scheinbar nicht. Oder ich bekomme einen Bluescreen. Aber steht nichts da. Ich habe nur einen blauen Bildschirm. Also bitte. Jeder Entwickler von Software oder Hardware, nehmt euch mehr Zeit. Seid nicht so übertrieben, geldgierig oder so. Nehmt, ja, arbeitet einfach länger. Das ist wichtig. Vor allem für die Entwickler von Last Epoch. Wäre schön. Aber ich bin so unglaublich glücklich. Ich bin jetzt wieder süchtig. Ich starte wieder das Spiel. Ich mache wieder ein Part. Ich kann nicht mehr. Ich bin zu süchtig. Ja, also, Dankeschön fürs Zusehen. Es war wirklich lange. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel zu berichten habe. Ich kann gerne auch noch mehrere Parts machen. Ich kann gerne nach ein paar Monaten oder Wochen, ja, einfach wieder nach dem nächsten Patch eine Meinung sagen. Der wird wahrscheinlich, es wird eben so all 3-4 Monate immer einen geben. Es kann also wirklich sein, dass im Dezember noch 1.0 rauskommt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt vorher noch sicher ein paar oder so. Also, wenn sie jetzt das schaffen, das komplett fertig zu machen, die zwei fehlenden weiterführenden Klassen, oder? Also Expertenklassen, oder wie sie heißen. Und die zwei Akte reinzubringen, unten also noch Bugfixen und im Endgame auch noch etwas besser machen, dann top, wirklich gut. Aber jetzt haben sie sicher 3 Jahre an dem gearbeitet. Die haben so viel in der Hinterhand, die veröffentlichen natürlich lange Zeit Sachen nicht, weil sie einfach noch nicht so schnell fertig werden. Also dass sie da eigentlich das schon so fertig haben, aber es einfach noch viel zu verbuggt ist. Aber sie bringen auch viel rein, das immer noch verbuggt ist. Und das wird einfach nicht gut balanciert. Die Entwickler sind noch zu indie, zu wenig expertenhaft. Sie haben einfach zu wenig Zeit. Klar, wenn sie so viele Ansprüche haben. Oder die Gamer auch manchmal zu viel wollen. Mir macht es nicht so viel aus, wenn irgendwas fehlt. Also wenn etwas angekündigt wurde und es kommt nie raus. Ist nicht so schlimm. Aber ich hätte gerne irgendwie einfach mehr zu tun. Ich will ja gamen, oder? Ich hätte mehr gerne zu tun, ohne dass es immer crasht oder ohne dass es so lange geht. Also so Grinding, es wird halt immer wie heftiger, so Hack and Slays. Es ist immer wie mehr Prozent nur Farming die ganze Zeit. Und so ultra seltener alles. Es ist, ja, doch nicht ganz so motivierend, aber dafür ist alles so richtig schön, oder? Und die Schönheit hat immer so ein bisschen einen Preis, der auch ein bisschen in die Langeweile geht dann. Aber mein Gott, das Spiel liebe ich. Sacred 2, ein bisschen Minecraft, wenn ich es besser spielen könnte. Da habe ich auch noch Crashs und Fehlermeldung 1 und eben Last Epoch, die 3 Spiele, ultra motivierend. Und GTA, wenn ich eben den Server auch habe, wenn ich drauf komme. Aber da ist momentan Technik im Hintergrund, alles zu. Jo. Also, Dankeschön und ja, einen schönen Tag und ja, schreibt ein bisschen in die Kommentare, was ihr so denkt. Ja, freue mich. Tschüss.